Hey Leute, sind wir wieder in Spellstone. Das erste wollte ich mal sagen, morgen um 16 Uhr Stream. Also morgen am Sonntag 16 Uhr Stream auf Twitch wieder. Mein Twitch-Account ist... Nein, ist nicht verlinkt. Muss man überlegen. Mein Twitch-Account packe ich in den Kommentaren nochmal rein, den alle findet. Ja, da werden wir Spellstone streamen, das Dungeon-Event. Und danach vielleicht noch Player und Battlegrounds. Mal sehen. Auf jeden Fall Spellstone Dungeon Event. Und seht auch gerne mal vorbei bei meinem Bioshock Let's Play, ist richtig geil geworden. Und bei den Arc Pocket Gems von mir, Plexo Diana und Razer, ist auch richtig geil, Arc. Und Player und Battlegrounds natürlich noch von mir und Razer, auch geil im Duo, macht richtig Spaß. Wollte mal machen als Eigenwerbung für meine Videos. Sind echt cool geworden, muss ich echt sagen. Es mit dem PC ist alles richtig geil. So, das wollte ich mal anmerken als erstes. Dann, das Doppelgold-Event geht hart ab. Was habe ich mit meinem Staub gemacht bis jetzt? Und zwar, ich habe den aufgelevelt komplett. Benutze ich auch gerade als Helden. Er ist mega geil, er gibt mich allen Panzerung 2. Und dann schwächt alle Gegner um 1. Perfekt. Das Engel ignoriere ich, aber die anderen 2 sind einfach mega. Sehr viele Top-Spieler spielen dann jetzt. Da fällt mir noch ein Level ab, dann ist sie auch fertig. Dann sieht sie so aus, dann spielen auch verdammt viele. Mega Held. Und was ich noch aufleveln muss, einmal ist der auch geil, richtig, richtig geiler Held. Da gibt einem Abschöpfen 3 und verbessert es dann um 2. Das heißt, da gibt einer Karte Abschöpfen 5. Das ist schon mal richtig geil. Den habe ich eh schon voll gelevelt, den brauche ich noch nicht. Also ja, wie gesagt, Samael finde ich zurzeit am richtig geilsten. Ist auch richtig schwer gegen ihn zu spielen. Also da habe ich schon mal arsch viel Staub reingesteckt. Dann habe ich mir den zweiten Eisdor-Demon fertig gebaut. Auch mega geil. Ich habe schon vergessen, den Timer zu starten. Auch mega geil. Und das nächste baue ich jetzt gerade. Also die Helden waren schon ziemlich teuer, die mal aufzurüsten. Aber es ist voll wert, die Helden aufzurüsten. Und jetzt baue ich hier gerade Rhythm of the Wild. Habe ich einmal aus der Box zurück rausgeholt. Hat schon 120 Staub gekostet. Und jetzt rüste ich ihn gerade noch vierfach auf. Also das ist mein nächstes Projekt jetzt. Also da geht schon sehr viel Staub drauf und Tränke und so weiter. Bei Skiller, ich fahre mir nur Brine Souls. Habe ich jetzt auch schon 215. Sind auch schon einige dazugekommen. Ich habe noch 50 Tränke rumliegen. Ja, 50 mal plus 20 rumliegen. Nachfüllprämien leider nur mal 3 von 2, mal 20. Also das Gold ist schnell weg. Aber es zahlt sich auf jeden Fall aus. Also benutzt alle eure Schriftrollen, von mir aus auch alle eure Tränke. Farmt hier wie ich Brine Souls oder farmt hier wie ich Ember Souls. Voll wert. Könnt ihr euch auch hier das fertig machen auf 7 Sterne? Geht natürlich auch. Aber ich farm hier die Brine Souls. Können wir auch mal schnell machen. Weil das Doppelgold überall ist einfach nur mega. Das ist einfach nur mega geil. Und Samael, ich feiere ihn wirklich zurzeit. So ein Superheld. Diese Panzerung alle 2, das hat mir schon sehr viel gebracht. So oft schon gewonnen. Nur da, nur deswegen. Ja, Inscription Powder. Leider kriegt man hier ja. Man kriegt schon selten Brine Souls. Das ist ein harter Weg zu Mystisch Killer. Aber ich will es halt unbedingt haben. Und bei dem. Nur jetzt haben wir 2 gekriegt, wenigstens was, ne? Also es zieht sich, aber bis 1000, aber man muss da durch, ne? Und wir haben schon 1000 Gold, nice. Aber man muss da einfach durch, Leute. Vor allem hier kriege ich 420 pro Kampf. Das ist einfach nur mega. Muss ich nachher auch nochmal sehen. Also der, hier ist Samael, hier der, Skelettheld, Grog, die Damen, keine Aria mehr. Also es sind alles verschiedene Helden. Es spielt keiner mehr den gleichen Helden, das ist so geil. Es ist so geil, Leute. Oh, eine Kiste aufmachen. Oh, fuck. Habe ich auch gerade eine Kiste. Müssen wir eigentlich schnell mal einen Live-Kampf machen. Da ist uns meine Kisten weg sind. Ich kann auch mal zeigen, wie Samael so ist. Oh, der Iron Throne. Starker Gegner. Ich hoffe, er spielt auch fleißig. Feiert ihr auch das Gold-Event so wie ich? Es ist einfach nur geil. Im Dungeon war ich jetzt schon länger nicht mehr, aber egal, weil die Energie dort... Oh, fuck. Energie dort... läuft nie voll, also ihr könnt auch erst am Montagabend eure Energie verballern. Wird zeitlich sehr knapp werden, aber es würde funktionieren. Auch Eiszone. Leider habe ich keine ermächtigen Rune für ihn, nur für Hexen. Aber besser als keine Rune. Und ihr seht, ich habe alles Schild 2, das ist mega geil. Das...
Ja, es ist echt mega geil mit dem Schild. Mega, mega geil. Hat ihn verhext und eingefroren leider, aber er hat's überlebt. Er hat's überlebt. Das macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Jetzt wird er leider trotzdem sterben, aber es ist geil. Es ist echt geil. Das Samael kann ich sehr empfehlen. Nein! Oh mein Gott, komm Leute. Spell ist abgekackt. Ich liebe es. Das passiert mit Steam hier öfter als am Handy, muss ich sagen. Haben wir jetzt die Kiste bekommen oder können wir noch weiterspielen? Mal sehen kurz. Nein, ich spiele noch weiter. Okay. Kommt dieser Autoplay-Scheiß, wo alles nochmal durchläuft. Und dann können wir weiterspielen. Oh Gott, Leute, ich hasse solche Fehler. Sind wir jetzt bald wieder da, wo wir waren? Ja, sind wir. Nein! Was ist los mit Spellstone? Soll ich so spielen mit euch? Ja, toll, ne? Kannst du knicken. Okay, keine Arena. Scheiß drauf. Mann, ey, das nervt. Dungeon Event. Ich bin erst bei 39, also pff, da kann man noch immer mit Autoplay easy durchspielen. Ist noch keine Herausforderung. Ich werde auch nicht aufhören, Autoplay zu spielen, bis ich das erste Mal nur ein Stern oder zwei Sterne habe. Anders hinsetzen. Und ja, das werden wir halt morgen streamen, indem wir uns Refills kaufen. Ich hoffe, das Angebot kommt bald. Ich habe noch keins gesehen. Hoffentlich heute 19 Uhr. Dieses um 200... Ja, 200 Splitter, 3x plus 20 Tränke. Das wollen wir nämlich für den Stream unbedingt haben. Möglichst hochkommen. Aber ihr seht hier, easy durch, easy durch. Und immer so schön die 80 Gold, richtig nice. Hoppla, nein! Was klickt? So. Ich glaube, es sollte für alle, für euch alle auch noch sehr einfach sein hier. Vor allem, weil der Gegner immer so irgendwelche Random-Karten spielt. Können wir uns den letzten Kampf ja gleich mal kurz ansehen. Immerhin Gold, 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 Gold. Schade, dass die Arena gerade so verpackt ist bei mir. Nervt mich gerade, ich bräuchte eine Kiste. Mann. Aber die Arena ist an sich zurzeit sehr verpackt. Ich hoffe, die kriegen das bald wieder hin. Sonst wird das nichts mit Platin. So, einmal. Jetzt sehen wir uns mal kurz an, was der Gegner hier spielt. Fängt an mit einem Drachen. Okay, er spielt schon Drachen. Dann ein Nichts. Okay. Das auch nicht. Ja, wir kommen schon gerade. Dann ein Drache Frosch. Okay. Ein Drache Avia. Okay, also spielt schon recht. Ist schon Drachen. Okay. Wieder ein Engel. Aber schon hauptsächlich Drachen. Okay. Also es könnte schon schwieriger werden hier. Für manche. Ist in der Gilde aus. Ich glaube, es ist keiner. Naja, keiner Refills gekauft. Ist auch nicht notwendig diesmal. Den hier hat zum Beispiel Susanne schon und so weiter. Das ist. Naja. Manche sind halt richtig hardcore drauf, ne? Mal sehen, wo wir da morgen landen werden. Bin schon gespannt. Oh, es wurde noch Belohnungen, genau. Oh, 5 Inscription Powder. Nochmal 5. Nice, nehme ich sehr gerne. Mal gucken, ob er Runen kaufen kann. Auch schön. Ich brauche jeden Staub hier. Mann. Geh rein da. Ja, brav. Oh, er wird noch einen gefallenen Engel gezogen. Ich habe auch schon bei den ganzen Goldpacks Opening 4 Legends gezogen, ganz viele Epics. Habe ich alle verdampft, brauche ich nicht, aber nicht schlecht, das bringt ordentlich Staub. Schauen wir mal kurz bei den Runen rein hier. Habe ich heute wieder 1 bekommen bei den Kopfgeldern, ziemlich nice. Epic können wir machen. Bitte ermächtigen. Leben plus 5 ist aber auch nice. Hier wird leider nichts. Leben plus 5 ist cool. Mal sehen, wo ich die reinpacken, weiß ich gerade noch nicht. Schau, dass die Arena verpackt ist. Kann man hier kurz reinsehen. In Usurio. Wie gesagt, leider, der Dungeon ist noch nicht spannend. Na, ich klicke mal raus. So.
Den Titanen spielen auch sehr viele. Oh mein Gott, warum? Macht das nicht, Leute. Macht das. Da, die Rune würde ich gerne haben, richtig. Ja. Oder auch ein blauer drin, oder auch ein blauer. Nice. Und ihr seht über mein Schild, das ist ziemlich geil. Also meine Panzerung. Nice, eingefroren, zack, weg. Der ist so stark. Oh, der ist auch da. Vergeltung 9. Richtig geil mit einer Epikrone. Nächsten Ice Stone Beast. Oh, ich liebe die Ice Stone Beast. Ich weiß noch nicht, was ich rausnehmen soll für Rhythm of the Wild. Und ob ich sie nochmal zweifach bauen soll und dann nochmal reinnehmen. Ich glaube schon. Also Rhythm of the Wild auch zweifach rein, ja. Dann hat sie zwar keiner Stern, aber trotzdem ermächtigen und heilen. Ich habe sehr viele Wildkarten. Hier liegen auch schon viele Wildkarten. Naja, nice, Leute, nice. Das ermächtigen dazu noch mega, mega. Sehen wir uns mal einen Kampf gegen... gegen ihn an. Das wird nämlich ziemlich schwer werden, glaube ich. Gegen Samael. Fängt er schon gut an. Mystisch, mystisch. Aber tut sich auch sehr weh in unserer Korrosion. Eingefroren, sehr schön. Oh, er hat auch Panzerung, ne? Merkt man schon sehr am Schaden. Also zwei Schaden. Gott, er hat das Panzerung 15, raus mit 7. Aua, aua. Na, ich finde den Helm mega geil. Mega geil. Aber blitzen, wie man sieht, kann man auch immer easy. Blitz 13 war das gerade. Mit dem kleinen hier. Ich hätte gerne noch eine Epic-Blitzrune für ihn. Wahrscheinlich würde dem würde ich sogar eine Legend-Blitzrune geben. Ja. Den Doppelschlag mit einer Verzögerung. Mega-Karte. Würde ich sofort reinpacken. Ja. Das war leider nicht so stark. Genau, kann man jetzt nichts zeigen. Da drin heilen alle Legend. Okay. Hätte ich auch unbedingt. Und tschüss. Nice. Aber immer dieses Gold, ne? Immer dieses Gold. Zum Beispiel 3000 Gold wieder. Einfach so. Einfach so. Das Doppelgold-Event ist einfach der Hammer. Also jetzt müsst ihr wirklich die ganze Zeit nur zocken, zocken, zocken. Immer schön aktiv sein, bloß die Energie voll laufen lassen oder Superpack. Oder Kopfgelder nie was voll laufen lassen, Leute. So wichtig, das Doppelgold-Event. Es kommt so selten und ist so wichtig. Oh, nice. Noch eine Epic. Sehr schön. So, hier recht viele Epic und Legends bei den normalen Grundpaketen. Schon viel Legends ist schon viel. Da war jetzt nichts Spannendes dabei, was ich brauchen hätte können. Alles nur so unnötige Karten leider. Springt das wieder. Den weiß ich noch nicht, ob ich den spielen soll. Ich bin auch so unschlüssig. Er hat zwar Doppelschlag, das heißt ermächtigt. Also müssen wir viele Elementare haben, ne? Ich behalte ihn erstmal. Also müssen wir echt viele Elementare haben, das ist auszahlt. Das weiß ich noch nicht. Ich kann mal ganz kurz aufrüsten. Ich mache immer so nebenbei. Nebenbei mit. So, einmal. Also zweifach, wie gesagt, kann ich ihn nochmal machen. Vielleicht ziehe ich ihn noch einmal, da kann ich ihn zweimal vierfach machen, so nicht mehr, gell? So wird er zweifach aussehen. Das ist nicht so ein großer Unterschied zu dreifach. Finde ich. Verstanden, ja, hat er halt nicht, aber dafür. Seilen bleibt gleich sogar. Nur so mächtig steigt um 1. Das ist voll okay. Ich glaube, ich werde den zweifach schon reinnehmen. Bei einem Heilen. Aber mal sehen. Einmal vierfach ist fertig bauen. Schade, dass die Arena spinnt. Machen wir hier noch ein Kämpfchen. Wie gesagt, morgen dann Stream 16 Uhr auf Twitch bei mir. Einfach auf Twitch Black Rabbit suchen. Und ab geht die Party. Oh, jetzt wird's gleich böse. Aber wir haben Panzer. Und das ist gegen den Blitz aber nicht schön. Fuck. Blitz jetzt. Oh. Gott, Leute. Puff. Das hat wehgetan. Er kann sich nicht ermächtigen. Okay, doch. Sehr gut. Nein, falsch eingefroren. Nice, weggeblitzt. Nice, weggeblitzt. Oh Gott, Leute, das ist so geil mit. Es ist so geil, wenn hier der liegt mit Hexenhalle 4 und der mit der Hexenhalle 4. Das ist einfach der geilste Start überhaupt. Und dann Blitzkart. Bam, bam, bam. Ich habe auch einen Tiamat rausgenommen. Ich weiß noch nicht, ob das so eine gute Idee war. Aber wie gesagt, es sind halt noch Drachen da. Und das ist. Oh, hoppala, falsch ausgewählt. Nein. Es sind halt auch noch Drachen da. Drachen sind ziemlich stark. Man darf die Drachen nicht vergessen.
Da spielen schon noch sehr viele Leute ihre 4-5 Xofros und dann hat man ein Problem. Dem habe ich noch immer nicht die letzte Runde gegeben. Ich weiß noch nicht. Nice eingefroren, Leute. Nice. Den könnte ich auch noch bauen, aber ich glaube, nach dem Drachen-PG benutze ich ihn nicht. Also werde ich ihn erst nicht bauen. Erst auf 20 Schaden mächtig. Nice. Weg damit. Weg damit. Sehr schön, sehr schön. Nochmal Eisstone Beast. Ich liebe das Eisstone Beast. Ein Deck voll Eisstone Beast wäre einfach nur geil. Selbst auf 20 ermächtigt. Einfach nur Hammer. Hammer. Eisstone Beast ist mega, Leute. Ihr könnt ja auf jeden Fall zweifach ins Deck nehmen. Wie gesagt, Eisstone Beast zweifach, Rhythm of the Wild zweifach. Alles rein damit. Alles rein damit, Leute. Noch ein letzter Kampf. Warum noch? Jetzt sind wir hier fertig. Alles rein damit. Ah, jetzt wollen wir langsam ein Karten. Elementare gehen echt hart ab. CD, wie das reinhaut. Der ist natürlich auch geil, habe ich leider nicht. Ich habe nur zweimal. Stimmt, ich kann ja auch noch zweifach bauen. Mal ansehen, alles noch. Erstmal brauche ich jetzt Rid of the Wild, das ist sehr wichtig. Weil ich sehr viele Wildkarten spiele. Eingefroren, schön. Man kann gar nicht den Effekt zeigen, was er da macht mit seinem Abschöpfen 5. Aber die Karten alle wegsterben. Sorry. Ah, schön mächtig, nice. Bam, weggeblitzt, nice. Aber oh, es läuft, Leute, es läuft, Leute. Und so kriegt man arsch viel Gold. So, die verliere ich auch manchmal. Kann passieren. Oh, noch eine Epikrone. Die werden wir sofort craften noch. Und ermächtigen. Oh, aber hey, Blitz 2. Ich weiß schon, wo ich die hingebe. Kannst du noch abchecken? Den gebe ich sie jetzt. Oder Blitz alle, Blitz alle, Blitz. Nö. Ich finde das leider Ether. Da fehlt mir einer. Ne, ich gebe sie. Das sind zwei mehr Schaden. Das zahlt sich aus. Das zahlt sich aus, Leute. Zwei mehr Blitz ist mega. Das ist wieder 1000 Gold. Seht ihr, wie schnell das geht? Ich mach noch auf. So geht's halt die ganze Zeit. Das ist einfach nur geil, das Event. Ich feiere es hart. Nochmal grüne, sehr schön. Was im Shop gibt, sehe ich es leider noch nicht, da es bei mir erst 6:30 ist, also 18:30 Uhr. Aber ja, egal. Aber wie gesagt, schaut auch gerne mal bei Bioshock vorbei, bei Ark mit Black Soldier und Razor und bei PlayerUnknown's Battleground mit Razor und mir. Alles richtig geil, Let's Plays geworden. Ich bin echt stolz drauf. Macht auch richtig Spaß. Ich hoffe, es kommen auch noch mehr Wehrmärchen dazu damit. Und ja, Leute. Viel Spaß im Doppelgold-Event und im Dungeon. Haut rein. Bis morgen und ciao.